ESTV, Videos aus der Region. Ganz herzlich willkommen bei ESTV. Mein Name ist Nadine Wiese und wir sind heute auf der Messe Karriere 2019 in Esslingen. Denn die findet bereits zum 11. Mal in Folge statt und neben mir steht Sascha. Sascha, ihr seid heute zum ersten Mal dabei, richtig? Genau. Was ist denn euer Wunsch für heute? Wir wünschen uns, dass wir motivierte Auszubildende finden, die einen netten technischen Beruf lernen bei uns, und das ist eigentlich unser Ziel hier. Ja, nicht nur Sascha sucht interessierte Leute für sein Unternehmen, auch andere Unternehmen sind hier vor Ort. Und welche das sind, das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Medius Cleaning sind heute auch mit einem Stand da. Herr Schollenberger, was ist denn Ihr Wunsch für heute? Wir haben einen großen Wunsch natürlich, Auszubildende zu gewinnen für die Pflegeberufe und den Beruf transparent darstellen zu können und die große Durchlässigkeit vom Beruf zu zeigen und auch die Karrieremöglichkeiten, die wo der Beruf einem eröffnet. Ja, ich habe auch gesehen, ihr habt jetzt einen Anzug dabei, das ist ein ganz besonderer Anzug. Sieht ein bisschen aus wie von einem Astronauten, aber was ist das denn genau? Das ist der Alterssimulationsanzug. Der Alterssimulationsanzug. Okay, was kann ich mir darunter vorstellen? Sie können sich vorstellen, wenn Sie mal in ein gewisses Alter kommen, dass Sie verschiedene Gebrechen haben. Und das wird mit dem Anzug dargestellt. Zum Beispiel ein Schlaganfallarm, dass der Arm außer Betrieb ist. Oder dass Sie Arthrose in den Knien, in den Fußgelenken haben. Das wird hier auch mit dargestellt. Und Sie kriegen eine Behinderung, indem Sie das Kreuz ein bisschen gebeugter sich bewegen müssen. Das kann man sich ja so als gesunder Mensch gar nicht vorstellen. Aber ich würde ihn gerne mal anprobieren. Ich würde einfach gerne mal wissen, wie das so ist. Okay, Leute, also das ist schon echt nicht schön. Also das ist echt kein schönes Gefühl und ich möchte auch ganz, ganz gerne wieder raus, weil, also ich bin froh, dass ich noch gesund bin, ja, und aber Dankeschön. Jesse und Tuce, beides sind junge, dynamische Friseur-Auszubildende. Jesse, wie bist du denn dazu gekommen, als Friseur zu arbeiten oder die Ausbildung zu machen? Also ich wollte immer was mit Menschen machen. Ich wollte nicht eintönig irgendwie im Büro sitzen und die ganze Zeit nur vor dem PC starren oder sowas. Hab dann am Anfang im Krankenhaus mein FSJ gemacht. Das hat mir auch Spaß gemacht, weil ich mit Menschen umgeben war. Hab aber dann gemerkt, ich bin dazu irgendwie nicht geeignet. Bin dann durch einen Freund von mir dazu gekommen, dass ich mal vielleicht den Friseurberuf teste. Hab dann ein Praktikum gemacht oder zwei, besser gesagt. Habe mich dann auch dazu entschlossen, die Ausbildung dann anzugehen. Und seitdem macht es echt viel Spaß, von Schneiden her bis zum Färben. Ist eigentlich echt interessant, der Beruf. Tuce, was ist denn so das Besondere an der Friseurausbildung, würdest du sagen? Das Besondere ist, dass man sehr viele Charaktere kennenlernt. Und ich würde mal sagen, dass das schon das Besondere ist, dass du siehst, was für Personen es wirklich gibt. Ja, also das wäre jetzt nicht so ein Beruf für mich mit meinen zwei linken Händen, aber ich wünsche euch beiden auf jeden Fall ganz viel Erfolg bei der Ausbildung und auch weiterhin viel Spaß bei dem Beruf. Das war's von uns heute. Herzlichen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. ESTV, Videos aus der Region.